Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zum DualSense Edge Controller. Und zwar, wie ihr vielleicht im Hintergrund erkennen könnt, ich habe ihn jetzt gerade frisch an die Konsole angeschlossen. Und wenn du die Tour später absolvieren möchtest, öffne das Steuermenü Zubehör im Control Center oder gehe zu Einstellungen Zubehör DualSense Edge Wireless Controller. Es gibt also eine kleine Tour zum Controller, wenn wir ihn das erste Mal in Betrieb nehmen. Und da werden wir jetzt einfach mal schauen, wie das Ganze denn aussieht. Und dazu sollen wir gehen, haben sie gesagt, in Einstellungen. Machen wir einfach mal. Zubehör. DualSense Edge Wireless. Start the Tour. Hier, machen wir. Tour absolvieren. Hier kann man sich benutzerdefinierte Profile anlegen. Verstanden habe ich. Finde ich sehr schön natürlich. Das ist eine Sache, die hat man natürlich dann nie bei einem Controller eines Drittherstellers, dass das Ganze natürlich komplett eingebaut ist in das PlayStation-Ökosystem und man hier halt auch wirklich dann direkt sieht, welche Gerätesoftware habe ich hier momentan drauf. Die neueste Version ist installiert. Es gab übrigens kein Update, wo ich ihn angeschlossen habe. Man kann ihn hier nochmal zurücksetzen und wie gesagt hier natürlich dann die Tour absolvieren. Hier haben wir die Möglichkeit, die Helligkeit der Controllerleuchten anzupassen. Stark ist Standard. Mittel oder schwach, das sind die Möglichkeiten. Das Funktionsmenü können wir hier einstellen. Ich kann hier einstellen, wie das Funktionsmenü angezeigt wird, wenn ich die Funktionstaste gedrückt halte und dann hier anzeigen, nicht anzeigen. Angezeigter Inhalt kann man dann halt hier auswählen, was man möchte. Zugeordnete Profile, ausgewähltes Profil, alle Funktionen, Profil anpassen mit der Optionstaste. Das ist die Übersicht natürlich dazu. Jetzt gucken wir mal rein in die Tour. Bin ich sehr gespannt, dass wir also jetzt eine eigene Tour bekommen. Ich hoffe natürlich, dass wir das alles hier dann auch am Bildschirm gut verfolgen können. So, perfektioniere dein Gameplay. Mit dem DualSense Edge Controller verschaffst du dir beim Gameplay einen einzigartigen Vorteil. Ne? Und zwar haben wir die benutzerdefinierbaren Rücktasten. Ne? Das haben wir ja schon bereits im Unboxing gesehen. Dann haben wir natürlich dann auch hier oben die Einstellung dafür, ob die Trigger-Stops aktiv sind oder nicht, die Funktionstasten für den schnellen Zugriff und die austauschbaren Stickmodule habe ich euch alles gezeigt. Weiter! So, ändert deine Tastenzuweisung ganz nach deinen Vorlieben. Haben wir hier als ersten Menüpunkt, passt die Eingabeempfindlichkeit deiner Stickbewegung im Hinblick auf Geschwindigkeit und Genauigkeit an und lege den Eingabebereich für die Controller-Sticks und die L2 und R2-Tasten fest, um die Bedienung zu optimieren. Machen wir. Dann nochmal der Hinweis, dass wir benutzerdefinierte Profile haben, die man speichern kann und zwischen diesen wechseln, während wir am Spielen sind. Probiere es aus, indem du die linke oder rechte Funktionstaste gedrückt hältst, bis das Funktionsmenü erscheint. So, das mache ich jetzt einfach mal. Und jetzt sehe ich die Zuweisung, wenn ich also diese Taste gedrückt halte, das ist jetzt momentan hier bei mir aktuell die linke FN-Taste, dann kann ich hier zwischen den Profilen halt wechseln. Ich habe ja momentan nur das Standardprofil und sage verstanden. Jetzt nehmen wir nochmal die andere Funktionstaste, drücken diese und hier haben wir momentan dasselbe und halt mit dem Steuerkreuz können wir die Kopfhörerlautstärke anpassen. Und wenn wir gerade im Party-Chat wären, natürlich mit Steuerkreuz rechts, links wechseln zwischen dem Spiel und dem Chat oder besser gesagt halt der Intensität dessen. So, beginne mit der Einrichtung des Controllers durch Erstellen eines benutzerdefinierten Profils. Schließen. So, dann gehen wir mal hoch auf die benutzerdefinierten Profile und können jetzt hier verschiedene Profile anpassen. Wie gesagt, mit der FN-Taste das Ganze auswählen und haben hier die Möglichkeit, Schnelltaste ändern, Zuordnung aufheben, anderes Profil zuordnen und sagen hier oben, dass wir ein benutzerdefiniertes Profil erstellen wollen. Bitte gib einen Namen an, ich finde Profil 1 hört sich super an. Ne, machen wir mal Name, machen wir mal, habe ich sogar hier oben schon drin, so COD und sagen fertig und okay. So, jetzt können wir die Tastenbelegung anpassen. Haben halt hier wirklich jede Taste zur Auswahl, wo wir dann hier auch alle möglichen Funktionen drauflegen können. Also das ist die normale Tastenbelegung, einfach halt ändern. Und dann können wir hier natürlich die Backpedal zuordnen. Hier wäre es jetzt schön, wenn man das entsprechende Pedal benutzt, dass es auch angezeigt wird. Ist leider nicht der Fall. Wir haben also hier das linke Pedal. Auf das linke Pedal packe ich mir mal drauf.
auf das linke Paddle. Das muss ich selber überlegen. Springen mache ich mit X, soweit ich mich recht erinnere. Und hier machen wir den Nahkampf drauf. Den habe ich normalerweise liegen auf Kreis. Ne? Auf Kreis habe ich den, glaube ich, liegen. Schon ewig kein COD mehr gezockt. Und sage anwenden. Dann haben wir die Stick-Empfindlichkeit und die Todzone. Ne? Und hier haben wir jetzt halt die Empfindlichkeitskurven. Ne? Hier, das sieht man jetzt auch schön, so wie ich den Stick bediene, dass hier das Ganze angezeigt wird. Sage ich mal schnell, präzise, stetig, digital und dynamisch. Das sind die Möglichkeiten, die ich hier voreinstellen kann. Ich mache mal präzise, dann ändert sich die Kurve dementsprechend, kann dann aber die Kurve hier auch anpassen. So, ihr seht das, die Kurve, so wie ich sie hier praktisch fast wieder auf eine Gerade habe. Und das bedeutet halt natürlich dementsprechend, wie stark ich den Stick bewege, wie er darauf reagiert, auf meine Bewegung. Wir sehen hier so diese kleine Verzögerung jetzt, weil das halt nicht mehr linear ist, sondern halt wie gesagt eine leichte Anpassung drin ist. Und erst wenn ich dann hier lange ganz außen bin, dann kommt er dazu. Deswegen halt auch präzise letztendlich, weil er halt langsamer letztendlich in die Richtung geht, wie ich drücke. So, wir gehen nochmal zurück auf die Kurvenanpassung. Ich stelle das jetzt erstmal wieder zurück. Dann kommen wir auf die Todzone. Das heißt hier, ne, bei welcher Bewegung der Stick halt auch wirklich was tut. Das ist die Sache, Todzoneanpassung. Und dann seht ihr halt hier auch, dass ich da dementsprechend hier in diesem Bereich noch nichts tun würde. Ne, hier sieht man auch, ich bin schon so weit draußen und habe aber halt nur eine solche Bewegung gemacht. Das ist dann die Todzonenanpassung, die ich aber erstmal so auf 0% lasse. Das ist für den linken Stick gewesen. Dasselbe können wir natürlich dann hier nochmal einstellen für den rechten Stick, dass ihr also auch da unterschiedliche Kurven habt, wie der rechte Stick auf Bewegung reagiert und der linke. Das ist natürlich sehr gut und auch sehr wichtig. Dann haben wir auch Dead Zones für die Trigger. Da muss ich mal gleich nochmal ganz kurz hier, nehme ich nochmal die Trigger Stops raus, die ich momentan habe. Dann sehe ich halt auch hier, aha, okay, wenn ich jetzt den Stick erst hier, habe ich wirklich die 100% erreicht. Wenn ich ihn komplett durchgezogen habe, und jetzt sagen wir mal, das legen wir jetzt mal runter, machen wir mal auf 50, machen wir mal auf halbe Sticklänge sozusagen. Und dann habe ich halt hier schon, sollte ich hier schon die 100% erreicht haben, jetzt wo ich einen Halb gedrückt habe. Aber das machen wir dann letztendlich über die Trigger-Stops. Aber das ist ganz gut, wenn man da nochmal nachbessern kann. Ich weiß noch gewesen, ich glaube bei Battlefield war das gewesen, dass ich mit 100% eingestellten Trigger-Stop nicht mehr in der Möglichkeit war, nicht mehr die Möglichkeit hatte zu snipern. Ich kam, glaube ich, nicht mehr in die Visierung rein. Irgendein Spiel war es mal gewesen, da hatte ich ein paar Probleme. Und hier oben können wir das halt natürlich dann auch, wie gesagt, unterschiedlich machen für die Sticks. Oder wir sagen, hey, nee, bitte mach es für beide Sticks gleich. Dann die Vibrationsintensität natürlich, ne? Auch hier, weil man ja gerne dann doch die Vibration ausmacht im COD, dann kann man das hier natürlich auch machen oder man lässt sie auf stark. Und ganz genauso, wenn du das Mikrofon an deinem Controller benutzt, wird die Intensität auf schwach festgelegt. Wenn du ein Headset verwendest oder das Mikrofon stumm schaltest, gilt hier dasselbe. Also den Trigger-Effekt, die Intensität davon wird heruntergefahren, wenn ich das Mikrofon am Controller benutze. Interessant, okay, aber das macht, glaube ich, sowieso kein Mensch. Aber wir können es hier auf alle Fälle anpassen und bekommen jetzt hier auch nochmal die Meldung, dass es gespeichert wurde und jetzt können wir es hier zuordnen. Und jetzt sagen wir es mal, wir ordnen das halt der FN- und X-Taste zu. Sehen jetzt hier, wenn ich jetzt die FN-Taste drücke, dass ich hier, wenn ich dann auf X drücke, wechsle auf das COD-Profil und das Schöne ist halt auch, man bekommt es gleich angezeigt auf dem Screen, welches Profil man genommen hat. Daher macht es vielleicht auch Sinn, wirklich dem Profil einen vernünftigen Namen zu geben. Wenn ich jetzt gleichzeitig mal gucke, die Kopfhörerlautstärke anpasse, ja, auch das hier bekommen wir hier direkt angezeigt. Und wie gesagt, die Einstellung kann ich nicht ändern. Das ist hier momentan die Audio-Balance zwischen Spiel und Chat. Logisch, da ich momentan aktuell nicht in Party bin. Aber
Das ist auf alle Fälle hier, sage ich mal, schon mal sehr schön. Natürlich dadurch, dass halt der Controller von Sony direkt stammt, dass wir hier in, ja, auf der PlayStation direkt im Menü die Profile anpassen können, die Profile einstellen können und halt auch alles direkt gleich schön optisch angezeigt bekommen. Das ist natürlich ein großer, großer Vorteil des Controllers gegenüber Drittanbietern. Das muss man natürlich an dieser Stelle auch sagen. Und wenn ich jetzt hier meine FN-Taste drücke, dann seht ihr also auch hier im normalen Menü kann ich ganz normal hier die Profile wechseln, kann hier ganz normal die Lautstärke ändern und habe so Zugriff auf alle notwendigen Funktionen auf dem PlayStation Desktop direkt, statt halt ja, es wissen zu müssen, es mir merken zu müssen. Hier gibt es natürlich einen großen Vorteil für den DualSense Edge Controller an dieser Stelle. Das war hier erst einmal die Einrichtung, die erste Einrichtung vom DualSense Edge direkt an der Konsole, damit ihr da einfach mal gesehen habt, was geht, nachdem wir das uns ja schon alles angeschaut haben. Im Unboxing habt ihr die entsprechenden Tasten dazu gesehen, die Möglichkeiten der Stick-Module. Und ja, dann sage ich mal, bleibt für mich dann jetzt nur die Sache, vielleicht mal reinzuhüpfen in COD, das Ganze zu testen und mal schauen, ob ich meine KD damit nach oben bekomme oder eher nicht. Nein, das ist gar nicht das Entscheidende, sondern wirklich halt einfach, wie gut funktioniert das Ganze. Ich freue mich wahnsinnig immer natürlich, wenn ich sowas wie COD spiele, über Trigger Stops. Alleine das macht wirklich immer ganz, ganz viel aus. Also wenn ihr einmal mit Trigger Stop gespielt habt, dann werdet ihr den wirklich massiv vermissen, wenn dieser nicht mehr da ist. Und daher finde ich es auf alle Fälle gut, dass Sony hier selber aktiv geworden ist und uns einen Controller anbietet, der das Ganze unterstützt. Das war es zur ersten Einrichtung. Ich hoffe, das Video war hilfreich und interessant für euch. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn euch geschehen, verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.